Ich erzählte auch von dem Biker-Treff und der Sprit ging echt zur Neige. Und ich musste tanken. Die hatten noch nicht mal super, die hatten nur, da habe ich E5 getankt für 1,989. Also fast 2 Euro der Liter E5. Ich hätte kotzen können. Ey, hier fährt ja mal ein Zug. Habe ich ja auch noch nie erlebt. Ach ja, stimmt. Ja, jetzt kommt ja erstmal die lange Strecke sozusagen. Ich bin das einmal gefahren. Bisher. Also ich war nur einmal dort. Und wir werden es ja sehen. Also ich glaube, hier bin ich jetzt, boah, wie lange, Mann, scheiße, jetzt habe ich nicht auf die Uhr geguckt, wie lange wir unterwegs sind. Das hätte ich machen müssen, dass ich auch dann kameratechnisch, blinkt gar nichts mehr. Ich glaube, das ist alles umsonst gewesen. Kamera blinkt nicht mehr, zeigt mir nichts mehr an. Es kann doch nicht sein, dass der Ersatzakku hier einfach mal nur eine halbe Stunde reicht. Doch, blinkt noch, blinkt noch. So, jetzt habe ich aber ganz vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ach so, ja. Genau, da bin ich die Strecke mal hier gefahren nach Reuten und ich glaube, lass mich raten, so, wenn ich schnell fahren würde, wäre ich glaube ich wohl in 45 Minuten oder einer Stunde da, keine Ahnung. Ich habe da nie auf die Uhr geguckt und das letzte Mal, wo ich Richtung Berlin zur Scheune gefahren bin, da habe ich, glaube ich, wenn ich mich nicht verguckt habe, habe ich ein Straßenschild gesehen nach rechts, da stand Reuten drauf. Und das war, da war ich 20 Minuten, 25 Minuten unterwegs. Da gibt es mit Sicherheit eine kürzere Strecke. Wind zieht auch schon wieder ganz schön an mir rum. Mein Kumpel wollte mir erzählen, ich weiß es nicht, der mit der Super Duke, er hat die mal auf 270 gehabt und weil ich gesagt habe, ich habe die mal hier, was ich bisher hatte, war 180, aber da musste ich mich dann schon so hinters Windschild legen bei 180 und er meinte, was? Er ist bei 270 aufrecht sitzend gefahren. Kann ich, ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Bei 150 hat es schon angefangen an mir rumzuzerren und rumzudrücken. Und bei 180, ohne Witz, musste ich mich hier runterlegen. Sonst hätte es mich dort von der Kiste gewedelt. Und nun erzählt er mir mit der KTM, ohne Windschild, ohne alles, fährt er 270 aufrecht sitzend, bloß den Kopf mal so ein bisschen so nach unten. Kann ich mir nicht glauben. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich nicht glauben. Will ich nicht glauben. Was hatten wir heute? Ich habe vorhin geguckt, aber ich habe eigentlich nur geguckt, ob es heute regnen soll. Soll es nicht, aber Windgeschwindigkeit, weiß ich nicht, waren glaube ich 25 km/h. So,
nun lass mal, sagen wir mal, war auch schon gefahren bei 35 km/h Windgeschwindigkeiten, dann kommt ja deine Geschwindigkeit noch dazu und dann willst du aufrecht auf dieser Kiste sitzen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Der fährt aber jetzt schon 10 Jahre. Aber er haut manchmal gerne auf die Kacke so, ja. Aber ich lasse mich davon irgendwie auch nicht beeindrucken. Ich fahre, wie ich fahre. Und die letzte Fahrt mit ihm zusammen, irgendwann habe ich gesagt, naja, komm, dann fahr halt vor. Ich mache jetzt hier mein Ding. Ich will hier mich nicht auf die Fresse legen, nur um hier irgendwas zu beweisen. Ich kann es nicht. Ich bin Fahranfänger und das ist halt so. Und das dauert halt. Und das braucht seine Zeit, ehe du wirklich warm wirst mit der Maschine, ehe du das kennst, ehe du auch die Kurven einschätzen kannst und so. Das kannst du nicht erzwingen. Das musst du durch häufiges Fahren kriegst du das mit. Du kannst nicht am ersten Tag fahrtechnisch das leisten, was Leute leisten, die schon 20, 30 oder 40 Jahre Motorrad fahren. So eine Sache vorhin wie mit der Kurve, wo ich dachte, ey, was war denn das jetzt hier so rutschiges? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich gerutscht bin. Wäre ich gerutscht, wäre ich wahrscheinlich aufs Maul gefallen. Aber dieses Gefühl, weißt du, dass du sagst, hey, das war jetzt ein Gefühl, was du hattest, was durch, vielleicht hat der Wind gedrückt oder so. Und du hast dann das Gefühl, du rutscht vorne ein bisschen. Ich weiß es nicht. Und das sind alles so aber Erfahrungswerte, die man sammelt mit der Zeit, wenn man fährt. Das kriegst du nicht von heute auf morgen erzwungen. Und viele gucken sich dann Videos an und denken sich, oh ja, hier krass Knieschleifen und Tod und Teufel und 200 fahren. Alles gut und schön. Aber ich hänge an der Kiste und ich hänge ein bisschen an meinem Leben und an meiner Gesundheit. Und bei der 180 habe ich schon gedacht, Alter, du bist bekloppt. Es braucht nur irgendwas Dummes passieren und du fliegst dort dermaßen auf die Schnauze und dich zerreißt die Leitplanke in 1000 Stücke oder was weiß ich. Wenn, dann würde ich vielleicht mal doch mal irgendwann, Mann, kratzen im Hals, so zerbst immer schon, würde ich vielleicht doch irgendwann mal auf eine Rennstrecke gehen oder so. Dass du weißt, du hast noch so ein bisschen, ja, so eine Bahn, wo du auskleiden kannst, wenn du doch mal wegrutschst, dass du nicht direkt gegen eine Leitplanke knallst. Du hast dann halt so ein Off oder was, keine Ahnung, wie man das nennt, wo du ein paar Meter rutschen kannst und so. Aber so hier auf der Straße, solche abenteuerlichen Manöver, ich bin auch schon bekloppt gefahren, ohne Witz. Also, da habe ich auch mal im Gas gedreht, das muss ich heute hier nicht machen. Bin auch schon zwischen zwei Autos durchgefahren an der Ampel, weil die nicht schnell genug aus der Hefe gekommen sind. Ja, ist auch irgendwie, manchmal reitet es mich auch. Aber im Großen und Ganzen bin ich ein Genussmensch. Ich will Motorrad fahren. Und das möglichst lange und möglichst gesund. Reicht ja schon, dass du halt auch viel mit der Dummheit der anderen rechnen musst. Dass du da dich drauf konzentrieren musst und so. Das ist schon. Und wer von mir aus mit 270 über irgendwie eine Landstraße brettern muss, soll das machen. Hauptsache, er reißt da nicht noch andere mit rein in die Scheiße. Sonst, wenn sie sich selber in den Schädel einfahren, ist das ihre Sache.
Aber wenn du noch andere mit reinreißt, dann ist bei mir sowieso der Spaß vorbei. Da ist Schluss. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, aber ich glaube, ich muss geradeaus. Weil meistens ist es ja so, jetzt Motorradfahrer nicht, aber gerade Autofahrer fahren wie die Bekloppten. Unfall passiert, der kommt heil davon und die, die er weggecrasht hat, sind alle tot. Aber da könnte bei solchen Messages könnte mir jedes Mal der Arsch platzen und ich frage mich dann jedes Mal, Alter, warum? Warum die? Warum nicht der? Der war doch schuld. Ich meine, am Ende soll keiner sterben, so. Aber wenn schon einer sterben muss, dann der, der einen Unfall verursacht hat, ohne Witz. Ich muss nicht rumheizen wie ein Geisteskranker. Ich muss nicht rumheizen wie ein Geisteskranker. Dann sollen sie mal die Kohle nehmen, in die Hand nehmen und dann mal auf der Rennstrecke fahren. Oh, was fahre ich denn jetzt hier um die Kurve? Aber was kratzt denn mir jetzt so der Hals, ey? Oh, hier hätte ich mal kurz das Päuschen machen können. Mal meine Trinkflasche testen. Ja, ich bin es nicht gewohnt, jetzt auf dem Motorrad zu labern. Hier weht ja dann noch der Wind, dein Maul trocknet aus und so weiter. Zu Hause am PC labere ich schon. Gut und gerne, stundenlang. Kospig? Ja, hier ist richtig. Hier ist richtig. Aber auch so teuer. Unter der Woche, da war es ja. Es ist ja so ein Witz mit den Spritpreisen. Ey, ey, ey. Aber es ist ganz clever. Und wo mir jedes Mal der Arsch platzen könnte, ist. Und das ist ganz clever gemacht. Du machst den Sprit, sagen wir mal von 1,50 oder 1,60, schlagartig auf 2 Euro. Alle regen sich auf. Scheiße, 2 Euro, wer soll das bezahlen? Sie bezahlen es trotzdem. Dann machen sie den Sprit 10 oder 20 Cent billiger. Und schon hörst du so, hey geil, der Sprit ist ja wieder billig. So, tja, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Wo muss ich ihn jetzt hinfahren? Wiedeburg oder Wiesenburg. Wiesenburg ist, glaube ich, richtig. Ja, Wiesenburg. Ich glaube, ich kann mich dumpf erinnern. Bin mir aber nicht sicher. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Zerbst-Anhalt, Wiesenburg. Naja. Irgendwann, ich kann mich erinnern, irgendwann bin ich rechts weg. Aber ob das jetzt hier schon war, kann ich nicht mehr mit Sicherheit sagen. Ich habe zur Not habe ich noch das Handy in der Tasche mit dem Navi. Ich habe ja Prepaid und habe aber jetzt mir noch ein Datenvolumen gekauft, so 6 GB aufgeladen. Für den Urlaub reicht das, mehr brauche ich nicht. Und da kann ich zur Not halt immer noch mal anhalten und gucken. Ich wollte mir eigentlich noch so eine Handyhalterung kaufen, die ich hier vorne irgendwo dran klippen kann, dass ich dann halt das Navi hier habe. Konnte ich mich bisher noch nicht entscheiden, weil es ist bei mir auch nicht so günstig, das irgendwo dran zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Vielleicht hier zur Not oder hier reinklappen. Aber mir fehlt halt so, sieht zwar geil aus so mit dem Lenker so, hat so ein bisschen einen Hauch von einem M. Aber so eine Stange wäre nicht schlecht. Da können sie halt Zeug dran klippen. Oder halt so ein Tankrucksack, so eine Tankhalterung, dass du da was dran machst. Aber das finde ich nicht so geil, weil da musst du ja immer wirklich gerade runter auf den Tank gucken. Und so gucke ich halt mal kurz, nehme ich meinen Kopf runter, gucke aufs Navi und fertig hat sich erstatt immer so, Alter. Der Wind schiebt heute schon ganz schön. Also
Aber ich denke, das sollte, könnte schon die richtige Straße sein. Ach so, warte mal. Meine Tasche zu, fällt mir jetzt ein. Ja, sehe ich jetzt nicht, weil ich die jetzt auch enger geschnallt habe oben. Ich bin letztens mit der Trainingshose gefahren, statt mit der Lederkombi, war bloß eine kurze. Ich wollte bloß mal schnell in die Kaufhalle, ins Nachbardorf. Und da wollte ich mir nicht die Lederkombi anziehen. Und da hatte ich die Trainingshose an und die ist aber natürlich, oder hier die Jogginghose, die ist natürlich schmaler als die Lederhose. Und da muss ich oben den Gürtel enger stellen, weil die Beintasche halt so schlapprig runterhing und mir fast über den Arsch gerutscht ist. Ja, und jetzt ist es halt immer noch die Einstellung und deswegen sitzt sie ganz schön straff am Bauch. So, hier muss ich, nee, hier muss ich nicht weg, nee. So, wenn du hier sitzt und jetzt bei 120 und der Wind drückt von der Seite und da willst du 270 im Sitzen, ich werde nicht fertig drüber, Leute. Falls ihr Bock habt, ich weiß es nicht, ich will es auch nicht, ich will auch nicht sagen, dass es nicht geht. Ich sage nur, ich kann es mir nicht vorstellen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das seht, ob ihr das schon gemacht habt, ob das funktioniert. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber vielleicht ist es ja möglich. Wie gesagt, ich bin Noob, ich bin hier komplett Anfänger. Ich kann es halt nicht sagen. Ich will es nicht dementieren. Ich will auch nicht sofort sagen, ja, ich glaube es aufs Wort, ja, wird schon gehen. Wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, aber mir fehlt halt die Erfahrung. Und jemand, der schon jetzt 10 Jahre lang Motorrad fährt, Tobritz, ich glaube, das könnte durchaus richtig sein hier. Hier liegt wieder irgendwas auf der Straße, Schotter, kleiner Split, irgendwelches kleines Geröll. Ich weiß gar nicht, ob man das in der Cam sieht, hier auch wieder irgendwas. Da habe ich so einen Schiss in der Kurve, du kommst in die Kurve geballert und dann liegt hier so eine Scheiße. 2 kleine Kieselsteinchen reichen, dann geht das Vorderrad weg und du liegst irgendwo in der Pampa. Und deswegen, so Knieschleifen würde mich absolut reizen, würde ich so gern mal machen. Aber wenn, dann wirklich nur auf der Rennstrecke.